Der Ferrari 250 GTO war das Fahrzeug eurer Wahl von meinem letzten Video. Ich habe ja von Tom etliche Vehikel geschenkt bekommen und unter anderem eben auch diesen roten Flitzer. Den wolltet ihr sehen. Ja, dann werden wir ihn auch auf die Strecke bringen. Den Ferrari 250 GTO. Und wo fahre ich? Natürlich, klar, Nürburgring. Hoppala. Zu weit rausgehüpft. Und zwar, Tormelchen wieder hingetan. Da ist er. Da wählen wir ihn aus und setzen ihn in die grüne Hölle. Gesamtkurs. Und wir mal schauen, wie sich dieser 1964er Edelwagen fährt. Schöne Speichenfelgen, Zentralmotor. Ist übrigens ein Fahrzeug, was schon hydraulische Scheibenbremsen hatte, für 1964er Zeiten nicht schlecht, da gab es noch nicht viele, glaube ich. Zumindest kannte ich Autos, die älter sind und noch keine hatten, die noch mit Trommelbremsen ausgestattet sind. Der GTO hat einen V12 Motor drinnen mit knappe 300 PS. Es hat ein paar verschiedene Varianten gegeben. Was ich aber beeindruckend finde, ist, der hat sechs Vergaser verbaut. Sechs Doppelvergaser von der Firma Weber. Und das finde ich schon imposant, denn das bringt ordentlich Luft in den Motorraum. Gut, bei einem V12 braucht man das auch wahrscheinlich. So, was haben wir hier, dass das alles eingestellt, wie es sein soll? Ne, warte mal, die Schwierigkeit, die haben wir schon auf schwer. Ha, machen wir auf schwer, dann ist es spannender. Das Gewicht liegt bei knappen 880 Kilo und hatte auch schon einen Fünfgang-Schaltgetriebe. Sie muss denken, 1964, das ist schon etliche Jahre her und da war das alles noch nicht Standard. Also da. So, jetzt schauen wir mal, wie es sich gibt. Ja, gemächlich kommen wir auf Touren, aber das ist klar. Aber jetzt geht's ab. Durch die Vergaser rinnt das Benzin. Vom Überrollkäfig und solchen Dingen wollte man damals nichts hören, das ist klar. Aber da flitzt er ordentlich. Ja, fährt sich nicht schlecht. Ah, wird schon gedrängt und geschoben. Bitte haut mir keine Delle in mein Vehikel da rein. Ein sauteurer Ferrari. Ich mir selber nie hätte leisten können. Nachdem der Tom in seinem Fuhrpark Platz gebraucht hat, das ist in seiner Garage. Für wichtigere Fahrzeuge, die er für die Rennen benötigt, habe ich dankenswerterweise hier einige erhalten und vor allem auch den Erfolg bekommen, die fünf teuersten Fahrzeuge, denen so ähnliches zu haben. So, jetzt hauen wir ab da. Es war noch, da war ich noch nicht mal geplant wahrscheinlich. Bin ja 1973 geboren. Man kann schon sagen, was man will. Also für die alte Zeit, sofern auch die Technik, vielleicht die Elektronik noch weit hinten war. Aber ist so die Bauwerkskunst, die Kunst, Fahrzeuge zu designen, die hat es damals auch schon gegeben. Und natürlich, Geschmäcker sind verschiedene, brauchen wir nicht reden. Aber trotzdem haben diese Fahrzeuge, diese Oldies schon einen besonderen Charme. Wenn man sich das Lenkrad anschaut, das Holzlenkrad. Das Cockpit allgemein und diese flüssige Linienführung, das flüssige Design. Ah, schon toll. Ja, dieselben Kurven, die ärgern mich immer.
Ah, da drängt sich einer links vorbei. Ob ich den Nürburgring jemals auswendig kann, ich bin sehr stark am Zweifeln. Aber ich fahre hier einfach gerne. Ich mag es einfach gern, weil es so abwechslungsreich ist. Weil es einfach gut ausschaut. Landschaftlich ein Hit ist. Und irgendwie, ja, Nürburgring ist einfach ein Begriff. Ich glaube, alleine schon die Straßenmarkierungen, also nicht die offiziellen, sondern die, die hier aufgemalt sind, ja, die könnten Bücher füllen. Und ich denke mir oft bei solchen Dingen, was für eine Geschichte steckt dahinter? Wer hat das hingemalt? Warum hat er das gemacht? Ja, oft ist es wahrscheinlich nur eine lapidare Geschichte, wo man einfach sagt, einer wollte sich wichtig machen und sonst was. Aber vielleicht steckt bei einer oder anderen Markierung vielleicht mehr dahinter. So, jetzt labere ich zu viel. Ich finde schon wieder etliche Plätze hier. Bitte, was darf sich eh tun? Was ist denn, ich denke, bei vielen Dingen, die es so gibt, wenn man so irgendwas sieht, so Fotos zum Beispiel, auch in Zeitungen und so weiter, da denke ich mir immer so, also in den Geschichtsbüchern, muss ja nicht Zeitung sein, Geschichtsbüchern, da denke ich mir oft, wenn du ein Foto siehst und irgendwo hinten läuft einer vorbei oder macht irgendwas, wer ist das, was macht der? Lebt er noch? Wo kommt er her? Also das wären so Sachen, die mich immer ein bisschen interessieren würden, wenn man irgendwas so, ja, solche Sachen hat und das aufarbeiten könnte. Ich bilde mir sogar ein, dass es sowas mal im Fernsehen gab, wo es um so etwas Ähnliches ging, wo man einfach gesagt hat, es gibt dieses berühmte Bild, damals als die DDR die Grenzen dicht machte, wo dieser Soldat über diesen Stacheldraht drüber hüpfte, er wisst sicher, was ich meine. Und da gab es auch immer mal eine Sendung, wo eben erklärt wurde, dass, was dieser Soldat, wer das war und so weiter. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr. Und das finde ich schon spannend, wenn man ein bisschen die Geschichte hinter solchen Bildern sieht. Und es gibt auch auf Galileo dieses Big Pictures. Gut, ich halte nicht allzu viel davon, weil ich mir sicher bin, was da alles wirklich echt ist oder nicht. Aber ist ja wurscht. Und trotzdem ist es irgendwie spannend, wenn man aus einem Bild ja, Informationen bekommt und sieht, was er damals so war und was das ist. Also gerade die Vergangenheit ist eine spannende Sache. Gut, auf die Vergangenheit und die Zukunft können wir nicht schauen. Obwohl ich schon der Meinung bin, gewisse Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die sollte man ruhig dort liegen lassen und nicht immer auftauen. Da meine ich speziell eben die Geschichte 1940, 19 bis 1945 und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, da vom Zweiten Weltkrieg und Holocaust und den ganzen Schmarrn. Sorry, liebe Leute, das ist schon so durchgekaut. Man darf es nicht vergessen, ist schon klar. Man darf nicht sagen, da war nichts oder sowas. Es war eine schreckliche Sache, eine schreckliche Zeit. Aber, liebe Leute, ich bin jetzt 40. Ich war damals nicht betroffen, habe damals nichts dafür gekonnt. 1973, wie ich auf die Welt gekommen bin, ja, war das alles schon vorbei. Also ich kann nichts daran ändern und ich finde es einfach mühselig, wenn jetzt noch herumdiskutiert wird, dass irgendwer jetzt noch Schadenersatz zahlen muss für Dinge, die vor Jahrzehnten passiert sind, wo keiner mehr irgendwas dafür kann. Und ich bin mir auch nicht sicher, damals, als die Zeit war, ich bin mir nicht sicher, ob das heute nicht auch noch so wäre, wenn es einen einen Befehl gibt und sagt, hey, wenn du das nicht machst, dann wirst du erschossen. Natürlich ist sich jeder selbst seines Nächsten und ja, bin mir nicht sicher, ob das nicht jetzt auch noch wäre, dass da irgendwelche, ich will nicht sagen, sich extremen Untaten, aber einfach so Dinge geschehen würden, die man wahrscheinlich eher nicht haben wollte. Man redet sich im Nachhinein recht leicht und sagt dann, ja, hättest du den Befehl nicht befolgt, ja, damals stellte sich die Option wahrscheinlich nicht und wärst wahrscheinlich einfach vor die nächste Wand gestellt worden und liquidiert. Gut, genug von diesem Thema, ihr wisst, was ich meine. Zurück zu diesen Rennen. Ich halte mich hier ja relativ gut, ist hier auf Platz 4. Ob es für Platz 1 reichen wird, ja, sei mal dahingestellt. Aber das Auto macht Fun. Oh, wenn ich mich an die Streckeführung da ein bisschen orientieren würde dann. Also nach hinten ist er doch noch ordentlich. Hau ja keine Delle rein. So, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Rhythmus. Ganz kurz ein bisschen ruhig sein.
wieder reinfinden. Also da ein bisschen nach. Wow. Sie müssen natürlich zu sehr abhängen, die Jungs. Auch wenn es jetzt hier nur KI ist, aber trotzdem. Ich muss nochmal Werbung machen für die GTCC, also falls ihr Interesse habt, Rennen mit Jungs zu fahren, die verstehen, um was es geht. Schaut bei Facebook nach. Peak Tuning GTCC. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob sie noch Fahrer suchen, aber auf jeden Fall geile Sache, was da aufgebaut wurde. Auch die Videos dazu, die Tom Thompson macht, grenzgenial. Also er könnte wirklich ein professioneller Sprecher sein. Den beneide ich immer ein bisschen dafür, wie er seine Videos kommentiert. Also riskiert unbedingt mal einen Blick. So, nur da vorne machen wir ein bisschen Platz da. Ich möchte einmal endlich wieder ein paar Plätze gut machen. Und die Top 3 wäre nämlich schon nett, wenn ich kommen würde. Gefangen. Ah, aber der zieht schon wieder vorbei. Mal schauen, ob wir ein bisschen reinkommen. Die Kurve ein bisschen besser wie er, jawohl. Das ist jetzt schön ausgegangen. Ich erwähne es nur mal, weil die Frage immer wieder auftaucht. Ich kommentiere das jetzt live, also während ich hier spiele. Ist relativ schwer, wenn man eben. Ja, also ich tue mir relativ schwer. Ich tue mir schwer, muss ich sagen. Weil ich mich eh schon so konzentrieren muss, dass ich da halbwegs nachkomme und dann. So, dann nehmen wir ein bisschen was Sinnvolles quatschen. So, pass auf. Jetzt, wenn ich, schauen wir mal, ob wir mit dem Windschatten hier ein bisschen was machen können, denn das Race ist gleich vorbei. Das ist die lange Gerade. Da kommen wir nicht nach. Ne? Die lange Gerade. Ah, das geht nicht aus. Schade, schade, schade. Gut, Platz 3 ist in Ordnung. Ich sage gleich danke fürs Zuschauen. Danke für diese Fahrzeuge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.